Da ist ein Bär vor der Tür. Ein Riesenbär vor der Tür. So, ich bin jetzt ungefähr da, wo du sein müsstest. Ich sehe aber kein Haus. Weißes Auto, direkt am Wegesrand. Ja, da vorne ist ein Weg. Da müsste es sein. Also da so. Der Zombie hat mich. Hattest du Wasser in Wasser? In der Nähe? Nee, ich kann gerade überhaupt nicht reden. Ich bin am Kämpfen mit blanken Fäusten gegen einen Zombie. Ich blute aus. Ich tanze um den Zombie drumrum. Komm und tanze mit mir. Zombie die ganze Nacht. You are stunned. Scheiße. Geh weg, Zombie. Geh weg. Scheiße, der kommt hier auch hoch. Hattest du nicht was von 1300, 1300 in der Gegend? 1320, 1020. 1020. Das war's. Hat sich erledigt. Schönen guten Tag. Mein Name ist Master Merchant. Ich bin soeben ordentlichst verreckt, liege splitterfasernackig auf der Treppe rum und bin jetzt tot. Und meine bessere Hälfte sagt neben mir noch, ey, nimm doch die Scheißkerze auf dem Scheißtisch. Das hätte aber nichts gebracht, damit hätte ich einen Zombie angezündet. So, ich bin in der Wüste gespawnt. Schön. Yippie, yuchay, Schweinebackay. Siehst du dein... guck mal auf die Map, ob du deinen Rucksack siehst. Und wenn ja, wie weit ist er weg? Nee, den Rucksack kann ich nicht sehen. Das ist... ich bin auf 862 Süd, 203 Ost. What the fuck? Ja, sie ist nichts zu sehen. Ach du Scheiße, ist das weit weg. What the f... also das ist ja richtig weit weg. Ach du Scheiße. Ich setz hier mal einen Quick Waypoint und geh da mal hin. Ich müsste den ja eigentlich sogar sehen können, wenn du einen Quick Waypoint setzt. Freund! Krass, Alas. Freund! Freund mit Point. Ich seh dich allerdings nicht in meinem Dingen, aber vielleicht in meinem Dungen. Freund! Ich seh dich! Ich seh dich! Ich Freund. Seh dich auf der Mappe! Ich seh dich aber nicht! Ihr müsst weiter nach oben links scrollen. Ich bin weiter oben links. Du musst dich sozusagen ganz unten rechts in die Kartenecke hängen und dann noch einen Zentimeter nach oben scrollen. Da Alter! Ja! Das kann aber nicht wahr sein. Wieso spawnen die denn hier mit einmal so schnell? Wo ist meine Stamina? Schalalalala. Die hat Urlaub. Ich bin Centurio und laufe durchs Gebiet so froh im Land, wo die Zitronen blühen. Das sowieso. Ich sehe da ein Zombie, das ist ein blödes Vieh und er will mir ans Knie pipien. Was? So hilft mir doch jemand. Da ist auch nochmal ein Zombie, der vor sich hin robbt. Ja, in ja, welche hör beschissene Richtung läufst du denn? Lauf weiter nach links. Weiter nach links? Siehst du mich? Ja, sozusagen nach... ja, ja, ich sehe dich. Sag ja, was. Ja, genau, so ist gut. Jetzt geradeaus weiter. Immer geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, dann sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Sinn. Ja, Sinn, sag Sinn, ich. Sinn, los, Sinn, Sinn. Rennen. Ich bin nackt lauf, durch... Merchant, lauf. Ich bin nackt, laufe durch die Wüste, hab einen Zombie auch. In front of me. Oh, der hat mich mitgekriegt. Jetzt hat er sich hingelegt. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, da lege ich mich mal hin, damit der Vogel mich nicht sieht. Und dann gehe ich her und schnippel ihn auseinander und beiß ihm in die Füße und krabbel an ihm rum und mache sonstige Schweinereien mit ihm. Komm, regenerier schneller. Auf. Schlipp, 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 schlipp. Wo kein Schnee liegt, kannst du schneller regenerieren. Ich bin auf dem Weg. Ja, also das Suchen ist ja hier doch eher unspektakulär, deswegen, wie gesagt, schnippel ich hier immer mal ein bisschen was zusammen. Also, was du siehst, sind nur die Highlights und was du nicht siehst, ist, sind die Lowlights. Genau, ist das, was ich eben weggeschnitten habe, ne? Jetzt hoffe ich doch, dass mir hier kein Zombie folgt. Oder sonstige Viecher. Mit einmal steht ein Bär vor mir oder so. Wundern würde mich das nicht bei meinem Glück. Welches Glück? Ja, genau, das ist ja mein verhütendes Problem, weißt du?
Ja, nur jammer mal nicht, ich bin ja gleich da. Das heißt also, nur jammer mal nicht, ich bin hier am Kämpfen, verstehst du? Ich bin ja gleich da. Weißt du, vor wie vielen Jahren du das schon zu mir gesagt hast? Ja, ist schon eine Weile her. Das ist schon ein bisschen was her, ja. Aber wir sind wirklich nicht mehr weit weg. Ja, ja, also auf der Map bist du ja zumindest schon mal so in, naja, nennen wir es sichtbarer Reichweite. Ja, du musst leicht nach links, aber sonst haut's hin. Ich muss leicht nach links, bist du auf der Straße? Nicht ganz, aber in der Nähe. Ich hab gesagt, Junge, du darfst mir nicht auf die Straße. Aber hier fahren schöne lustige Autos. Wieso brenne ich denn? Kann mir das mal einer sagen? Du bist ein heißer Typ. Ich kann dich sehen. Ich dich auch. Jetzt gehen wir zum roten Auto. Wow, wie siehst du denn aus? Du hast ja natürlich wieder einen Weiber-Char geschnappt. Ist schon klar, ne? Ja, logisch. Ja, natürlich. Ja, ich sehe sexy aus, findest du nicht? Bin ich nicht hübsch? Komm. Warte mal, ich muss mal... I will check you a photo. Ich wünsche. Sonnenbrille, Möpse und hier Hotpants an, weißt du? So läuft er im Übrigen auch im Real Life rum, unser Fabi. Das ist so. Na klar. Der Herr Rocking Devil ist normalerweise eine Frau Rocking Devil. Eigentlich ist die Stimme auch höher. Er hat nur heute seine Tabletten nicht genommen. Ich bin ja voll die Schattentextur, wa? Nicht alle Latten am Zaun heute, wa? Ja, das ist aber nicht schlimm, das magst du. Stimmt. Bluten kannst du schön. Warum haust du mich denn? Weil du mich mit der Keule geschlagen hast. Ach so, okay. Ist verstehst du Keule? Schau mal rein, alles was drin ist, schnappst dir. Hab ich. Sehr schön. Kann gerade hier mein Zeug durchgehen, dass ich ein paar Sachen wegschmeiße, die ich nicht brauche. Das sieht gut aus. Oh, Purple Tanktop. Da sehe ich doch bestimmt schick mit aus. Weiß ich nicht, du bist immer schon. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Ich hab keine Ahnung. Also erstmal, was hast du für hässliche, gegelte, blonde Haare? Ey, da kein Grund, mich gleich zu hauen. Ich hab hässliche, gegelte, blonde Haare? Ja. Gegelte? Ja. Blonde? Haare? Du hast noch eine... bei den Russen hier. Ja, vor allem, wie du schlägst, also... Ja, so pff, aus dem Handgelenk so. Sieht aus wie ein Zauberer für Arme. Darf das. Nimmt denn mal. Ja, mein Knüppelchen nimmt aber Schaden dafür. Das lassen wir mal. Ja, das stimmt. Okay, so, probieren wir mal, uns irgendwie auszurüsten. Ja, ist klar. Hä? Kleiner so. Prollo, weißt du? Was wir brauchen, ist folgendes. Was wir brauchen, ist Niveau. Erstmal braucht jeder eine Steinaxt. Eine Steinaxt. Da müsste ich doch irgendwie Holz haben, ne? Und so. Wie machen wir denn hier die Crafting? Wäre gut. Charakter, Map, Skills, Quests, Players, Crafting. Hier sind zwei Eier drin. Sind zwei Eier drin, hat er gesagt. Na, wenigstens nur zwei. Sonst wäre das ja anatomisch interessant. Hier, ich schmeiße dir. Warte mal, ich muss hier Stone Axt. Was brauche ich denn dafür? Ja, ich will dir Steine geben, grad. Ja, Sekunde. Guck mal, liegen Steine. Siehst du die? Hier vor meinen Füßen. So ein kleines Knüppelchen ist da. Vor meinen Füßen. Ja, kann ich sehen. Da so ein kleines Knüppelchen. No, hab ich. Dann... Guck mal, was ich in der Hand hab. Ah, eine Axt hat er. Richtig. Sehr schön. Dann können wir nämlich, kannst du damit auf dem Stein rumkloppen, kriegst du Steine für, ne? Ist ja logisch, oder? Sammle ich die Steine auch ein direkt? Ja, oder? Automatisch. Unten ja, rechts. Oder muss ich die erst... Ah, alles klar. Jetzt. Ich verstehe. Wo bist du hin? Jo. Denn es macht jetzt keinen Sinn, Steine hacken zu gehen und die Bugs zu sehen. Was? Können wir die Äxte reparieren? Ja. Cool. Kein Problem. Wie werden die denn repaired? Einfach Rechtsklick, Repair? Oder nicht ganz. Repair? Linksklick und dann hast du oben ja... Ach, da ist... Ja, alles klar. Oben rechts immer so ein Fenster, wo dann alles mögliche über das Ding drin steht und da steht auch reparieren. Anklickski, Repairski.
Yes, it's repaired. Da ist noch ein Zombie, der kommt ja auch hinterher. Oben vom Berg kommt noch einer runter. Jo. Und sie atmet ein bisschen schwer. Ich glaube, sie hat Asthma. Deswegen hatte sie auch so ein Nurse-Outfit an. Ach so. Oh, daneben. Rechts von dir ist noch einer. Die lebt noch, oder? Also. Alter, du stehst einen Meter vor dem Zombie und triffst nicht. Ich versuche natürlich so gut wie möglich nur Headshots zu machen, weil sie dann schneller kaputt gehen. Hast du die jetzt leer gelootet? Ja. Ja. So, alles wo klar, war also noch einer? Hinter dir. Was? Aber die kommt nicht auf uns zu. Da oben. Das ist ein Kriecher, der kann nicht laufen, hat keine Beine mehr. Du brauchst keine Angst zu haben, mein Kind. Der Kutscher kennt den Weg. Was? Your skill in athletics is now level 8. Wieso hängst du hier auf dem Stand? Was? Ich stehe hier. Ich sehe dich nicht mehr, du bist jetzt weggeschossen. Ich bin auf einem weißen, hier vorne an der Straße. Ah. An einem weiten, weißen Sedan. Ja, ich sehe dich. Da ist. Und wollte jetzt mich in diesem Haus hier. Ja, rechts sind Zombies. Macht nichts. Also ich baue jetzt Woodframes. Yes. Und mit diesen Woodframes. I can take those Woodframes. Yes. Und kann die zum Beispiel klick dahin bauen. Ja. Und obendrauf bauen wir auch noch einen. Ah, und ich kann den vergrößern. Genau, und so können wir uns die Türen dicht machen. Ah. Ja, das kann mir ja mal einer sagen, ne? Türen und Fenster verstärken, dass die nicht durch können, weißt du? Yes, vor der Tür ist irgendwo ein Zombie. Kannst ruhig drin bleiben, ich guck mal eben. So noch ein bisschen Holz holen? Ja, Zombie ist hier. Ja, ich höre ihn. Kommst du klar? Ja, ja. Brauchst du Hilfe? Nö, alles gut, ist tot. Ist er kaputt? Ist kaputt. Jetzt hole ich noch ein bisschen Holz. Ja, ich hole auch noch ein bisschen. Besser ist das, wenn wir noch genug Holz da haben, weil Holz brauchen wir ja für die ganzen Verbesserungen im Haus, ne? Exaktamente. Na, dann hacken wir doch mal das Bäumchen ab hier. Muss ich denn hier wie ein Ark auf mein Gewicht achten? Nee, ne? Nein. Hier kann ich also fressen bis zum Umfallen. Okay. Alter, majestätisch. Bam! Ich trage den ganzen Baum mit mir rum. Wo bist du denn? Hinterm Haus. Da, wo gerade der Baum umgestürzt ist. Hilft dir jetzt nichts, ne? Nee. Ist schon hinterm okay. Haus. Ich baue hier noch ein bisschen Steine noch nebenbei. Ich versuche noch ein bisschen Holz mitzunehmen hier. Hol du die Steine. Nur jetzt wird's langsam dunkel, wir sollten ins Haus zurückgehen. Ja. Ja. Okay, so, hier vorne ist noch was oben offen. Das mache ich noch ein bisschen zu. Hier die Fenster machen wir zu. So. Die Hütten werden so vernagelt. Was machst denn du für Geräusche? So, wenn sie hüpft.
Ach so. Wenn sie Hüpfdode spielt, dann macht sie Lärm. Ja, kannst du hier vielleicht nochmal gleich so einen Block reinsetzen? Klar, wo? Ich stehe auf der Couch, glaube ich. Wenn das meine Oma wüsste, dass ich auf der Couch rumgelaufen bin. Kann den leider nur oben drauf stellen. Ja, ist aber, reicht ja schon. Das war nix. Jetzt muss ich ja mal dahin. Ja, weil an die Fenster komme ich nicht weiter rein dann. Hier, wenn du nämlich jetzt das jetzt siehst, dann habe ich nochmal 4 Boxen vor den Fenstern. Ja. Also selbst wenn sie durch die Fenster kommen. Ja, das macht Sinn. Gut. Das sieht schon ganz ordentlich aus. An dieser Stelle machen wir jetzt erstmal auch mal einen wunderschönen Folgenschnitt. Schande. Ja, das wäre es dann auch erstmal gewesen für diese Folge. Kalik, ich habe ein Foto von dir gemacht. Eiskalt, da kenne ich nichts. Ich bin voll der Paparazzi. Ja, macht's gut. Tschüssikowski, bis dann, Manski. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like oder Abo dalassen. Wenn nicht, für euch behalten. Ne? Fabi, es war mir eine Freude, eine Ehre. Und pass auf, dass dir das Kerzenwachs nicht auf deine heißen Füße fällt. Was? Das heiße Kerzen... Nee, komm, ist gut. Ich hab das voll gern auf Fuß. Was? Tschö.